ich freue mich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hier, halt mal. Abkürzung. Schlag ein. Woohoo. Okay, ich mach das. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, heute ist ein ganz besonderes Video. Erstens, ich bin im Bikepark Oberhof. Das war eines der ersten Videos, die ich jemals auf YouTube hochgeladen habe vor anderthalb, zwei Jahren. Ich glaube, es war mein drittes Video und mein erster Bikeparkbesuch, den ich überhaupt gezeigt habe hier auf YouTube. Und jetzt bin ich endlich mal wieder hier. Also nach zwei Jahren habe ich es mal wieder geschafft. Hoppala. Ja, Punkt 2, warum es ein sehr besonderes Video heute ist. Ich habe ein neues Fahrrad und zwar heißt es Saturn. Warum? Weil es ist ein Saturn 16 von Nikolai in besonderer Farbgebung und ja, was sagt ihr dazu, Leute? Leute von heute, ich freue mich auf jeden Fall. Das bedeutet, heute werde ich es erstmal hier runter schreddern. Schredden? Nee, wie heißt das? Ich kann diese Jugendsprache nicht. Schredden? Okay. Und ja, werde euch meine Erfahrungen, meine Einblicke zeigen und berichten. Und ich freue mich. Oh mein Gott, hier halt mal. Man muss von außen sehen, wie es mir steht. Bist du mal da runter? Ja. Okay, super. Yes. Here you can see my new bikey. La, 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 la. Okay, es geht jetzt los. Wir fahren jetzt übrigens die rote 1 Tour Trail. That's the plan of the plan. Viel Spaß! Hör auf damit! Wie anders habe ich alles an? Helm ist drin. Habe ich alles an? Ich glaube schon. Ja, übrigens, meine Rahmengröße ist Größe S. Genau, Saturn 16. Was wollt ihr noch wissen? Insgesamt. Alter! Ja! Ich muss erstmal klappen. Insgesamt wiegt es 16,4 Kilo ungefähr. Also es ist auf jeden Fall 2 Kilogramm schwerer als mein Canyon. Aufwärmrunde, Aufwärmrunde. Hey, hey, hey. Ich bin zu langsam für diesen Trail. Ich bin zu langsam für diesen Trail. Ja. Der Kameramann zieht davon. Und hopp. Und hopp. Woohoo! Anjiger. Oh, Junge, Junge, Junge. Hier wird's dunkel. Hier wird's dunkel. Abkürzung! Hab dich wieder! Sind wir noch richtig? Ich glaub so. Mann, ey, wie dieser Junge diese Anlieger fährt, ne? Mir mal was abgeben. Oben rein und einfach rum. Ja. So, hier kann man rechts und links wählen. Ich bin jetzt erstmal rechts gefahren. Table. Noch ein Table. Ich traue mich noch nicht zu springen, Leute. Geil. Boah, die hat schon mal richtig Bock gemacht. Ich glaube, die fahre ich auch nochmal. Aber diesmal ein bisschen mit mehr Springen. Dann müssen wir jetzt erstmal einmal auf den Airbag. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen auspowern. Meinst du? Ja. Können wir. Okay. Und los. Und los.
direkt beim, wo ist es denn jetzt? Airbag. Gibt es übrigens auch noch Backjump Airbag ein paar Informationen einfach. Lest euch die gerne immer vorher durch, weil überall woanders gibt es auch verschiedene Regeln. Genau, und hier ist es übrigens so, hier gibt es zwei verschiedene Anfahrtsrampen. Keine Sorge, ich bin hier gerade alleine. Heute ist sowieso nichts los. Richtig gut. Hier gibt es auch nochmal Schrauberwerkzeug, falls ihr das benötigt. Ja, und da fährt man halt eben drauf zu, rechts, links in der Midi. Und jetzt springen wir einfach mal ein bisschen, damit ich einfach auch mal ein bisschen Gefühl für mein Bikey, Bikey heißt es nicht mehr, für meinen Saturn bekomme. Ich freue mich! So, genug vom Big Jump. Wir fahren jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Also kurz was trinken. Oh yeah! Schlag ein! Woohoo! Boah, passt doch gut. Die kommen, wir gehen. Moin. Moin. Ist das etwa das Bikepark-Maskottchen oder wie the Wood? Na gut. Tschüss, Spinni. Bis zum nächsten Mal. So sieht übrigens eine typische Pause bei uns aus. Also wir trinken kurz einen Schluck, kommen runter. Manchmal poste ich dann meine Storys, die ich halt aufnehme. Und jetzt möchte ich euch etwas mitteilen oder etwas sagen. Und zwar danke. Also danke, dass ihr mich seit 3 Jahren auf YouTube und 2 Jahren jetzt bei, 3 Jahren auf Instagram und 2 Jahre bei YouTube unterstützt und supportet. Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß und ohne euch wäre das halt alles nicht möglich. Und danke auch auf jeden Fall nochmal Nikolai für das Vertrauen und für den Rahmen. Ich bin super zufrieden mit dem Bike bis jetzt. Nein, also wirklich, es ist jetzt auch die richtige Größe. Das haben ja auch viele von euch immer geschrieben, dass mein Canyon auch einfach zu klein war. War es auch im Endeffekt. Ich habe es ja per Größentabelle im Internet damals gekauft, ohne Erfahrung. Und jetzt habe ich auf jeden Fall ein Bike, was gut funktioniert, was meiner Größe entspricht, was genug Federweg hat, was einfach eine heftig krasse, sexy Maschine ist. Und ich freue mich einfach auf das, was jetzt noch kommt. Und ich freue mich, euch halt zu treffen und euch weiterhin halt mitzunehmen auf diesem Weg. Ja, so. Genug gelabert jetzt. Das Video geht jetzt weiter. Wir befinden uns jetzt auf dem Trail. Keine Ahnung, ob es geklappt hat. Auf jeden Fall die 2. Also die rote 2, der heißt glaube ich Wiesentrail. Ist übrigens auch hier im Bikepark als schwierige Stunts. Bin ich bekloppt. Also rote 2 fahren wir jetzt. Aber hier steht nochmal leichte Stunts, mittelschwere Stunts und schwierige Stunts. Also wenn ihr sowas seht auf der Line, denke ich, dann kann man halt das schon mal ein bisschen mehr eingrenzen. Ja, ich würde sagen, let's go. Wiesentrail. Eigentlich müssten wir jetzt ein Dirndl anziehen, finde ich. Beim Wiesentrail. Ja, dann zieh doch mal eins an. Action, have fun. Oh, du da, hihi. Uiuiuiuiui. Okay, also es fängt an mit Anliegerkurven. Gut für mich zum Üben. Oben fahren, linkes Bein runter, reinlehnen, Blickführung, rechts runter, Blickführung, ein bisschen reinlehnen. Schön gucken, was der Kameramann macht. Der macht das nämlich super. So, nochmal links Anlieger. Miau. Das hier ist übrigens beides, also für den blauen und für die rote Strecke, glaube ich. Genau, und hier teilen die sich jetzt. Also hier fahren wir jetzt rechts.
nicht schlecht. So, jetzt geht es hier so ein bisschen in den Wald. Wird ein bisschen ruppig, bisschen wurzelig. Kann man noch gerade so abrollen, würde ich sagen. Hier kommt ein Monster-Drop. Wenn ihr den springen wollt, have fun. Ich dieses Jahr nicht. Wieder ein bisschen Wald. Ich muss erstmal klarkommen mit den Lichtverhältnissen hier. Ich weiß schon, was gleich kommt, deswegen atme ich so. Mann, ey. Ich kacke mir gerade in die Hose. Und zwar kommt er gleich zum Drop. Okay, ich mach das. Ja. Ich mach das jetzt einfach. Wie das. Nein, nur. Ah. Alter, nur aus Spaß. Ich zeig euch mal eben, ich blende euch mal eben was ein. Moment. Ja, ich hab mich so erschrocken. Ich hab mich so erschrocken. Ja, ich bin ja immer ehrlich zu euch, also das war Versuch 1, aber Versuch 2 habt ihr jetzt ja gesehen, also wir sind alles gesprungen, alles geschafft. Ey, dieses Fahrrad, ne? Alter Schwede. Aber ich muss echt aufpassen, es ist halt ein bisschen, also ich habe voll laut hier, ne, mit der Lüftung. Ja, warte, ich hier mal ein bisschen auf. Ja, okay, kurz zum Pumptrack. Hier ist übrigens auch noch ein Pumptrack. Seht ihr das? Hier kann man auch richtig gut chillen. Ja, genau, hier ist, glaube ich, besser. Hier kann ich mal kurz. Genau, was ich sagen wollte, mein Fahrrad ist ja 2 Kilogramm schwerer und eben länger. Und ich merke halt, wenn ich nichts mache, wie eben unten bei den Tables zum Beispiel, dann geht es sofort vorne runter. Also es, ja, es ist halt was anderes als das Canyon, das ist einfach so. Daran gewöhne ich mich natürlich auch noch, aber eben bei den Sprüngen, Leute, also bei dem Drop und auch bei den beiden Gaps, Hammer. Hammer. Also wenn ich das Fahrrad unter Kontrolle habe und auch wirklich aktiv abspringe. What? Das war zu packen, wirklich. Ey. Ich muss mich mal eben auf die Mülltonne stellen. So. Ach, Leute, von heute. Ja, ich muss jetzt mal hier alles ausmachen. Ich würde sagen, das war es jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch jetzt nicht so viele Strecken zeigen können. Wir haben heute übrigens ein 4-Stunden-Ticket gekauft, weil wir waren auch erst um 11:30, glaube ich, hier und ein Tagesticket hätte sich eben nicht gelohnt. Deswegen haben wir ein 4-Stunden-Ticket gekauft und ja, die 4 Stunden sind jetzt um, denke ich. Also, oder wir machen jetzt noch eine Feierabendrunde ohne Kamera. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat und wenn ihr mal hier seid, wünsche ich euch ganz viel Spaß. Für mich war es auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionales und besonderes Video. Ich hoffe, man hat es auch gemerkt. Und ja, zukünftig, wie gesagt, Saturn und ich, wir sind bereit. Wir sind bereit. Bereit, bereit. Vielleicht auch niedlichen Saturni. Saturni? Ja. Saturni. Das ja beim nächsten Mal. Oder stimmt es ab? Ja, oder stimmt mal ab. Oder schreibt mir noch mal gerne Vorschläge. Ich bin ja für alles offen. Weil mein altes Fahrrad hieß ja Bikey. Aber das hier heißt bis jetzt Saturn.
Oder Saturni, aber. Oder Saturi, nee. Saturn. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss. Das machst du schon sehr gut.